Hallo ihr Lieben, ich bin Birgit. Mittlerweile kennt ihr mich wahrscheinlich schon ganz gut. Und heute möchte ich gerne mit dem Thema Depression rausgehen. Das ist für die meisten Menschen ein sehr erdrückendes Thema. Für mich persönlich überhaupt nicht. Also Depressionen gibt es, da brauchen wir nicht drum rumreden. Und für denjenigen, den diese Depression erreicht hat, ist es wirklich herausfordernd. Gar keine Frage. Nichtsdestotrotz finde ich wichtig, darüber zu sprechen, dass die Depression ja nur in Anführungsstrichen ein Wort ist, welches versucht, viele, viele Bereiche des Lebens zu kompensieren, also in eine Verpackung zu drücken. Eine Depression ist ein wunderbares Zeichen des Körpers mit der Hoffnung auf Reaktion dahinter. Und die meisten erleben eine Depression sehr niederschmetternd und sie erfahren, nicht ernst genommen zu werden. Sie erfahren, dass sie mit sich alleine gelassen werden oder Medikamente bekommen, die sicherlich an einem gewissen Punkt wichtig sind, die sicherlich in mancher Hinsicht zur Genesung beitragen können. Das steht alles außer Frage. Aber die Depression kann man auch anders angucken. Also man kann das einfach mal ernst nehmen und schauen, was ist das für mich persönlich? Was macht das mit mir persönlich? Es bedarf natürlich Unterstützung. Ja, das sehe ich ganz, ganz, ganz klar und als Wichtigstes überhaupt, nicht alleine gelassen zu werden. Aber wenn man Alleinsein braucht, es sich auch zu gönnen, sich das auch zu nehmen, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, ohne das Gefühl zu haben, oh, jetzt hänge ich damit an und wie komme ich da wieder raus oder was ist, wie sehen die anderen das? Das ist vollkommen unwichtig. Wenn man da drinne steckt, hat es ja viele, viele Ursachen gehabt vorher. Und man kann da einfach drauf gucken. Man kann schauen, wo ist der Abzweig gewesen vom ich fühle mich wohl zu ich darf das alles nicht machen. Ja, eine Depression beinhaltet immer, ich darf etwas nicht machen, nicht tun. Irgendwer oder irgendwas verbietet mir, mich zu leben, mein Sein rauszukehren, es einfach da sein zu lassen. Irgendwer oder irgendetwas engt mich ein, sonst hätte ich nicht diesen Druck, dieses Gefühl von, oh, ich bin in mir drinne gefangen. Das ist ja eine Form der Depression. Ich werde jetzt gleich mit euch in die sogenannte Stille gehen. Für mich ist es Gedankenfreiheit. Ich nehme diejenigen, die jetzt zuschauen und mit dem Thema ein Thema haben, gerne mit in meine Welt und würde gerne für euch den Raum öffnen, sich mit der Depression tatsächlich auseinanderzusetzen. Das bedeutet, ihr lasst euch selber auf euch ein. Das kann so weit gehen, dass ihr jetzt während der Verbindung anfangt zu weinen, dass ihr plötzlich irgendwelchen Schmerz fühlt, dass ihr lachen müsst, was auch immer für eine Reaktion kommt. Wenn ihr das zulassen könnt, habt ihr den ersten Schritt getan für euch selber. Man muss natürlich auch daraus kommen wollen und gucken wollen, was es eigentlich ist.
Also ich gehe jetzt in Verbindung mit allem, was ist. Und nehme dich mit. Am sinnvollsten ist es, wenn du wie ich einfach die Augen schließt und dich einfach wohlfühlst in dieser Situation, weil hier ist ja gerade gar nichts. Mehr ist nicht zu tun.
Ja, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr euch darauf einlasst. Es bedarf unglaublich viel Mut, sich einzugestehen, dass es Dinge gibt, die man gar nicht beeinflussen kann. Ansonsten würden wir ja nicht hier sitzen. Also, macht's gut, habt eine tolle Zeit. Bis dann.